Der türkische Ministerpräsident Erdogan kommt heute zu seinem umstrittenen Besuch nach Wien. Offiziell gilt sein Auftritt am Nachmittag als privater Besuch, doch es ist vielmehr Wahlkampf. Erdogan wirbt um Stimmen für die Präsidentenwahl und das mobilisiert seine Fans genauso wie seine Gegner. Barbara Wolschek ist vor der Albert-Schulz-Halle in Donaustadt, wo Erdogan dann am Nachmittag seine Rede halten wird. Und wir sehen im Hintergrund, der Andrang ist schon groß. Der Andrang ist schon seit den frühen Vormittagsstunden tatsächlich groß. Es sind hier viele Erdogan-Anhänger auch aus den Bundesländern angereist. Und seit kurz nach 12 Uhr sind die Eingänge zur Albert-Schulz-Halle geöffnet. Die Menschen warten, dass sie hier herein können. Am Ende werden ungefähr 7000 Menschen in der Halle sein. Und noch einmal ungefähr 10.000 sollen vor der Halle auf einer Videoleinwand die Rede von Erdogan verfolgen. Natürlich ist das nicht nur eine etwas größer angelegte Geburtstagsfeier für den Veranstalter, der heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Natürlich geht es hier um Politik und viel wird davon abhängen, wie Erdogan seine Worte wählen wird. Wird er angriffig sein? Wird er einen nationalistischen Unterton haben? Oder wird er vielleicht sogar versöhnlich sein? All das wird darüber entscheiden, ob dieser Besuch des türkischen Ministerpräsidenten in Wien einen guten, einen positiven oder vielleicht auch eher einen schlechten Beigeschmack haben wird. Die Emotionen sind auf jeden Fall geweckt bei Fans von Erdogan, aber auch bei seinen Gegnern. Es sind mehrere größere Demonstrationen angekündigt und die Polizei rüstet sich offenbar dafür. Es sind zwei Demonstrationen angemeldet. Die eine, die größere, die startet jetzt vom Praterstern weg und soll hier vor die Albert-Schulz-Halle führen. Eine andere, eine kleinere, wird im 9. Bezirk stattfinden. Die Polizei sagt, sie setzt auf Dialog und Deeskalation. Letztlich geht es darum zu verhindern, dass die Freunde und die Gegner Erdogans hier vor der Albert-Schulz-Halle aufeinanderkrachen und wenn nicht hier, dann möglichst auch nicht weiter weg. Aber die Halle, das Gebiet um die Halle wurde großräumigst abgeriegelt. Danke, Barbara Wolschek.